Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Vlodarek Life Coaching. Ich bin Eva Vlodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es jetzt um toxische Familienmitglieder und wie sie damit umgehen können. Toxische Familienmitglieder können Eltern sein oder Geschwister, aber auch die Schwiegermutter oder der Schwiegervater, also eben die allernächsten Verwandten. Doch zunächst möchte ich gerne mal den Begriff toxisch erklären. Toxisch heißt giftig oder schädlich. Und man verwendet diesen Begriff für Menschen, die sich so verhalten, dass sie andere permanent gezielt schädigen. Sei das nun bewusst oder auch unbewusst. Das kann auf einer materiellen Ebene geschehen. Etwa, wenn man jemand um sein Erbe bringt oder ihm keine finanzielle Unterstützung gibt, die ihm eigentlich zusteht. Aber in den meisten Fällen handelt es sich um eine psychische Schädigung. Und davon soll jetzt hier die Rede sein. Natürlich kann uns das mit jedem Menschen passieren, dass er uns schlecht behandelt oder uns schädigt. Also jeder Mensch, mit dem wir näher zu tun haben. Etwa in der Partnerschaft oder in der Freundschaft oder auch im Beruf mit Chefs oder Kolleginnen. Ja, auch sogar mit Nachbarn und Vermietern oder der Lehrerin des eigenen Kindes. Also jeder, der uns begegnet, hat auch im Grunde das Potenzial, toxisch zu sein. Und das ist zweifellos auch da schlimm und belastend. Aber toxische Familienmitglieder, die sind nochmal eine andere Liga. Denn hier gibt es besonders enge emotionale Bande. Ein Grund dafür, dass uns toxisches Verhalten gerade bei unseren nächsten Menschen besonders trifft, ist unsere Erwartung. Wir gehen von dem Urbild aus, dass eine Eltern-Kind-Beziehung oder die Beziehung unter Geschwistern liebevoll sein muss. Und umso härter trifft es uns, wenn das dann nicht der Fall ist. Wir glauben dann, wir müssten darum kämpfen und wir müssten alles versuchen, um doch noch die Liebe und Zuneigung zu erreichen. Ich habe solche Kämpfe bei Menschen, die bei mir in der Psychotherapie waren, erlebt. Die kämpften noch bis zum Sterbebett ihrer Eltern um diese Zuneigung, ganz verzweifelt. Der zweite Grund ist unser Verantwortungsgefühl. Wir haben ein schlechtes Gewissen, wenn wir uns distanzieren von unseren nächsten Verwandten. Sie sagen sich dann etwa, also es ist doch meine Mutter, ich kann sie doch nicht im Stich lassen. Oder er ist schließlich mein Bruder, ich möchte doch, dass wir uns verstehen. Familienbeziehungen sind leider nicht automatisch liebevoll. Und deshalb ist es wichtig, dass sie ein toxisches Verhalten auch als solches identifizieren. Denn sonst werden sie immer nicht nur darunter leiden, sondern es auch auf sich beziehen, weil sie dann denken, oh, ich habe etwas falsch gemacht. Doch wie sieht solches toxische Verhalten denn überhaupt aus? Da möchte ich Ihnen gerne mal die häufigsten Formen ausführlich vorstellen, so in einer Art Checkliste. Vielleicht können Sie vergleichen, was davon auch in Ihrer Familie vorkommt. Also als erstes, die Person wertet Sie ab. Nichts ist gut genug, was Sie sind oder tun. Die Person beklagt und beschwert sich bei Ihnen, ohne selbst was ändern zu wollen. Alle Ihre Vorschläge, doch mal was anders zu machen, werden ignoriert. Also beispielsweise, Ihre Mutter klagt, ach, ich bin so einsam. Und Sie machen ihr viele Vorschläge, wie man das ändern kann, aber nichts passiert. Oder die Person, die toxische Person, sieht immer alles negativ. Oder Sie werden ständig kritisiert und mit anderen verglichen. Sie werden kontrolliert, vielleicht mit täglichen Anrufen oder Besuchen. Sie werden ungerecht behandelt. Mag sein, dass man ihnen ein Geschwister immer vorzieht. Ihr persönlicher Raum wird nicht respektiert. Das kann ganz real sein, indem die Person bei Ihnen in der Wohnung herumschnüffelt oder auch indem sie tatsächlich körperlich übergriffig wird.
Es kann aber auch emotional sein, indem sie ihnen immer dreinredet oder etwas organisiert, das sie überhaupt nicht möchten, und dann werden sie vor vollendete Tatsachen gestellt. Sie werden immer in Beschlag genommen. Sie müssen für Vater oder Mutter alles erledigen. Sie müssen Unterhaltung bieten. Sie müssen der Kummerkasten sein. Also sie sind für alles zuständig. Dann, sie werden manipuliert. Zum Beispiel mit Krankheit oder Hilflosigkeit, die in Wirklichkeit gar nicht so gravierend ist. Dann hören sie vielleicht: Ach, wenn du das tust, dann bringst du mich ins Grab. Oder: Ach, bloß nicht, du kennst doch mein schwaches Herz. Vielleicht macht man ihnen auch Schuldgefühle und ein schlechtes Gewissen. Dann sagt einer ihrer Verwandten mit traurigem Blick: Ja, geh nur, amüsier dich nur, ich komme schon alleine zurecht. Und schon haben sie Schuldgefühle. Was es auch gibt, ist Geschwisterneid. Sie hören ungerechte Vorwürfe. Oder sie werden bei den Eltern oder auch den anderen Geschwistern verleumdet. Also das ist so meine Checkliste toxischen Verhaltens von Familienmitgliedern. Und vielleicht haben Sie das eine oder andere wiedererkannt. Nun ist die Frage, wie können Sie damit umgehen? Und dazu möchte ich Ihnen gerne 7 Tipps geben. Mein erster Tipp ist: Identifizieren Sie das Verhalten als toxisch. Das klingt so selbstverständlich, ist es aber nicht. Lassen Sie sich bitte nicht einreden, mit Ihnen wäre etwas nicht in Ordnung oder Sie würden sich falsch verhalten. Sagen Sie sich selbst ganz deutlich: Was ich gerade erlebe, ist ein toxisches Verhalten. Also identifizieren Sie es als solches. Mein zweiter Tipp ist: Erkennen Sie Ihre innere Abhängigkeit. Es hat seinen tieferen Grund, dass Sie sich so behandeln lassen. Vielleicht würden Sie sich das von anderen überhaupt nicht bieten lassen, aber hier eben doch. Und deshalb seien Sie ehrlich zu sich. Haben Sie Angst, verlassen oder abgelehnt zu werden? Fürchten Sie Streit und Disharmonie? Was auch immer Sie dabei spüren, erkennen Sie diese Angst als eine alte Kinderangst. Sie haben ein Muster von Gefühlen und Glaubenssätzen entwickelt, das auf Wohlverhalten beruht. Wohlverhalten gegenüber Eltern, gegenüber Geschwistern, gegenüber engen Verwandten. Und genau das können Sie ja und sollen Sie auch ändern. Mein dritter Tipp ist: Entwickeln Sie Ihren Selbstwert. Toxisches Verhalten auszuhalten hat immer auch mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Je geringer er ist, umso weniger wehren wir uns. Von der ehemaligen amerikanischen First Lady Eleanor Roosevelt stammt der Satz: Niemand kann dir deinen Selbstwert nehmen, wenn du ihn nicht hergibst. Er wird auch manchmal so übersetzt: Niemand kann dir ein Minderwertigkeitsgefühl einreden ohne deine Einwilligung. Dieser Satz deutet schon darauf hin: Nehmen Sie Ihre Gefühle ernst. Stehen Sie zu sich, entwickeln Sie Ihr Selbstwertgefühl, um sich abgrenzen zu können. Mein vierter Tipp ist: Sprechen Sie das toxische Verhalten an. Es geht in erster Linie darum, dass Sie das Verhalten nicht mehr als Opfer erdulden und schweigen und stillhalten und runterschlucken. Und es ist ganz wichtig, dass Ihr Gegenüber mal einen Spiegel für sein Verhalten vorgehalten bekommt. Sagen Sie ohne Vorwürfe, was Sie stört. Aber erwarten Sie bitte nicht, dass sich der oder diejenige dann entschuldigt oder einsichtig ist. Das wird nach meiner Erfahrung eher nicht der Fall sein. Aber trotzdem sprechen Sie es an. Fünftens, ziehen Sie Grenzen und legen Sie Standards fest. Sagen Sie deutlich, was Sie akzeptieren und was nicht. Sie werden beispielsweise nicht mehr jeden Sonntag zum Kaffeetrinken kommen. Sie werden nicht mehr die komplette Pflege übernehmen, wenn andere Geschwister sich auch beteiligen könnten. Wie gesagt, lassen Sie sich nicht die Lasten der anderen aufbürden und übernehmen Sie nicht die Verantwortung für deren Gefühle. Mein sechster Tipp ist:
kündigen Sie Konsequenzen an. Wenn Sie gesagt haben, was Sie anders haben möchten, dann können Sie sich auch gleichzeitig dazu überlegen, wie Sie das auch einhalten können. Also so ein Wenn-Dann. Wenn du das wieder tust, dann tue ich das. Zum Beispiel, wenn du mich wieder so niedermachst, dann gehe ich. Also seien Sie auch konsequent. Mein 7. Tipp ist, distanzieren Sie sich. Der ist natürlich besonders hart. Aber wenn alles nichts hilft, dann ist Trennung die letzte Konsequenz. Und die ist manchmal als radikaler Selbstschutz einfach nötig. Ihre seelische Gesundheit sollte absolut Vorrang haben. Wenn sich ein toxisches Verhalten schon auf Ihre Gesundheit, auf Ihr Wohlgefühl, auf Ihre Seele auswirkt, dann und sich nichts ändern lässt und Sie haben alles versucht, dann gibt es keinen anderen Weg, als zu sagen, dann müssen wir eben getrennte Wege gehen. Das ist hart, aber dann leider nötig. Ein Wort noch zum Schluss. Ja, ein versöhnliches Wort zum Schluss. Wenn irgend möglich, sollten Sie Mitgefühl für das toxische Familienmitglied entwickeln. Ich weiß, das ist schwer. Und das soll jetzt auch auf gar keinen Fall über die Hintertür zur Akzeptanz des schädlichen Verhaltens führen. Und es soll schon gar keine Entschuldigung sein. Aber es ist ein Weg für Sie, inneren Frieden zu finden. Machen Sie sich bitte klar, dass kein Mensch toxisch geboren wird. Das Verhalten, was dieses Familienmitglied zeigt, ist die verquaste Reaktion auf einen emotionalen Schmerz oder Mangel, das es selber hat. Sie müssen nicht die Verantwortung dafür übernehmen. Es reicht, wenn Sie das erkennen, dass eben auch alles seinen Grund hat. Ein französisches Sprichwort sagt, tout comprendre, c'est tout pardonner. Und das heißt, alles verstehen heißt alles verzeihen. Wenn Ihnen das gelingt, trotz aller Distanzierung zu verstehen, welche Ursachen dieses toxische Verhalten hat, dann kann es sein, dass der Hass oder die Wut oder der Ekel tatsächlich in Ihnen verschwindet. Sie haben dann Ihren inneren Frieden gefunden, auch wenn Sie sich äußerlich trennen. Ich wiederhole nochmal, was Sie tun können, um toxischen Familienmitgliedern zu begegnen. Erstens, identifizieren Sie das Verhalten als toxisch. Zweitens, erkennen Sie Ihre innere Abhängigkeit. Drittens, entwickeln Sie Ihren Selbstwert. Viertens, sprechen Sie das Verhalten an. Fünftens, ziehen Sie Grenzen. Sechstens, kündigen Sie Konsequenzen an. Und siebtens, wenn alles nichts hilft, distanzieren Sie sich. Das sind meine 7 Ratschläge, wie Sie mit toxischen Familienmitgliedern, seien es Eltern, Geschwister, Schwiegereltern oder andere ganz nahe Verwandte, umgehen können. Ich möchte Ihnen gerne noch etwas Unterstützung geben, auch für Ihr Selbstwertgefühl und Ihr inneres Wohlbefinden. Und zwar meinen Online-Kurs Liebe dich selbst, dann ändert sich dein Leben positiv. Alle Informationen zu diesem Kurs finden Sie auf meiner Website vlodarek.de unter Angebote. Und da gibt es auch einen kostenlosen Schnupperkurs. Dann habe ich noch ein Buch, was auch sehr umfassend Ihnen helfen kann. Das Buch heißt Die 7 Spielregeln des Lebens für Glück, Liebe und Erfolg. Dieses Buch ist leider beim Verlag vergriffen, sodass Sie das jetzt nur noch bei Amazon bekommen können. Last but not least freue ich mich sehr, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, denn dann werden Sie jeden Samstag ein neues Video zu allen Fragen oder vielen Fragen dieses Lebens bekommen. Wenn Sie mir einen Daumen geben, falls dieses Video Sie inspiriert hat. Und natürlich freue ich mich auf Ihre Kommentare. Ich glaube, dass sie gerade zu diesem Thema doch sicherlich sehr umfassend sein werden. Aber nun wünsche ich Ihnen zum Schluss vor allen Dingen, dass Sie von liebevollen Menschen umgeben sind. Alles Gute!